So, da sind wir auch schon wieder. Kleinere Rate. Dafür kann es dann natürlich auch sein, dass dann ab und zu mal ein bisschen mehr Pixelbrei entsteht. So, ist der Hugo aber schon gut trainiert? Ja, gut, ich nehme den halt inzwischen bei jeder Jagd mit. Er schadet ja nicht. Ob er nun zum Einsatz kommt und wirklich einer Blutspur hinterher sausen kann oder nicht, macht ja nichts. Und man kann mir auch ab und zu mal Kommando geben, einfach mal hier bleib. Und dann zieht man ein paar Meter weiter und ruft ihn wieder. Und da kriegt er ja auch immer ein ganz klein bisschen was an Skillpunkten. So, wie lange dauert das Hochladen auf YouTube? Das kommt drauf an, wie groß die Datei ist. Also ich habe eine Internetleitung mit 10.000 Upload und ja, da dauert 1 GB, dauert da so etwa eine Viertelstunde. Und ja, je nachdem, was ich aufgenommen habe, wie lang das Video ist, ist halt ja, so ein Video. Sag mal, so ein normales Let's Play-Video sind so 2 bis 3 GB und so ein Stream, der kann dann natürlich schon mal deutlich mehr haben. Wenn man dann hier mal 2, 3 Stunden über die Lande zieht, dann lädt das die ganze Nacht durch, bis das hochgeladen ist. Ja, ich war off, das habe ich angekündigt, um die Bitrate runterzuschrauben. Stream stockt immer noch, ja, also dann liegt's an Twitch, dann kann ich dafür nix. Ist halt auch das Problem, wenn man nur so ein kleiner Streamer ist, da, ja. Ist mal für Twitch natürlich nicht so wichtig und da werden andere größere erstmal geguckt, dass bei denen die Leitung stabil ist und da kann das bei den kleineren Streamern immer wieder vorkommen, dass es da hakelt. Ärgerlich, aber kann man leider nichts dran machen. Ja, 5 Stunden hochladen. Also als ich noch in der alten Wohnung gewohnt hat, da hatte ich ja auch nur langsames Internet und da hatte ich ja deswegen meine Videos auch nur in 720p. Da hatte ich so etwa 1 bis 1,5 GB an Videogröße und da habe ich dann auch so 5, 6 Stunden für ein Video dann gebraucht, was eben 15, 16 Minuten lang war. Also das ist dann schon wirklich heftig. Da ist dann bei den Videos in der Masse, wie ich sie bringe, ist der PC schon fast 24 Stunden täglich durchgelaufen, damit er das überhaupt alles hochgeladen bekommt. Das ist nun doch wesentlich angenehmer, nicht nur für euch, weil ihr dann 1080p Videos gucken könnt, sondern auch für mich, weil ich es wesentlich schneller hochgeladen habe. So, Hugo, schauen wir mal, wenn wir da vorne am Ansitz ankommen, ob wir da vielleicht was Schickes sehen. Am Verhalten der Tiere, dass die sich nicht so leicht locken lassen, habe ich jetzt nichts speziell beobachten können. Also ich fand, dass die Tiere jetzt heute oder auch gestern, als ich jagen war, dass das genauso leicht wie immer ging. Also
Eins ist, was mir aufgefallen war, ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem heutigen Patch komplett ausgeschaltet ist, aber teilweise hat hier die Tarn-App nicht richtig angezeigt, dass man getarnt ist. Und zumindest heute hier passt es jetzt. Kann also sein, dass sie das mit dem Update heute dann auch wieder behoben haben. Ja, das habe ich auch oft gemacht, dass ich während dem Hochladen dann irgendwas gespielt habe, dass es sich wenigstens lohnt, wenn die Kiste läuft und es nicht nur wegen Upload ist, dass man das ein bisschen ausnutzt. Wenn es schon Strom frisst, dann auch richtig. Mache ich auch heute oft noch so. Weil ich lade dann meistens ja nicht nur ein Video hoch, sondern ich warte dann, bis ich da 3, 4, 5, 6 zusammen habe und schieb die hintereinander hoch. Und dann kann ich in der Zeit ja irgendwas Singleplayer spielen oder sogar aufnehmen. Bei Multiplayer kommt es aufs Spiel drauf an, nicht dass Multiplayer dann der Ping anfängt rumzuhampeln wegen den Upload. So, da unten ist zumindest ein Weibchen, aber ich will mal was Männliches haben. Himmelsakrament, hier müssen doch auch noch irgendwo Hirsche rumlaufen, nicht nur Weiberl. Na, 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 na. Wo sind sie, die Hirsche? Ich glaube, ich gehe hoch in den Norden. Da finde ich dann die Schwarzwedelhirsche. Aber ich war so lange hier im Süden nicht mehr ausgiebig unterwegs. Deswegen dachte ich, ich starte mal hier unten bei der Lodge. Ach so, mit der PS4. Ja gut, das ist natürlich dann wieder was anderes, klar. Die hat da ein bisschen weniger Verbrauch als so ein Computer. Wobei die meisten, die ich kenne, die Videos mit PS4 machen, die haben die PS4 am Computer angeschlossen und nehmen halt auf dem Computer auf. Weil da dann halt doch etwas mehr Qualität rausgekitzelt werden kann. Aber frag mich nicht, wie das genau geht. Ich bin kein Konsolenbesitzer. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin froh, dass ich das mit dem PC-Spielen hier aufnehmen schon hinbekomme. So, Hugo, wo bist du? Was machst denn du da hinten? Ja, auf, komm her. Ja, danke. Freut mich, wenn die Stimme als angenehm empfunden wird. So, wo ist mein Hugo? Oh, Coyote Ugly. So, dann mach du mal hier Platz. Wir gehen mal runter, gehen hier vorne ein Stückchen weiter. Warte mal, haben wir den Ruf hier noch? Können wir noch aufnehmen? Nee, war man natürlich jetzt zu langsam. So, hier, ja, hier haben wir schöne Sicht. Ein Stückchen weit vom Ansitz weg. Wir können auch schon mal hier Geruchsreduzierung. Kojoten riechen gut. Also mit ihrer Nase, nicht, dass die jetzt gut duften würden. Gerade wo es bei Jagdbeginn geregnet hat, da riechen die wie nasser Hund. So, einmal locken. Da ist er der Ansitz und dann mal hoch. Mal eine Frage. Ja, da bin ich mal gespannt, was da jetzt für eine Frage kommt. So, und letzter Follower, mein Tüftler. Ah, da kam bestimmt die Meldung gerade in der Zeit, wo ich offline kurz war zum Umstellen. Also vielen Dank fürs Follow. Ich hoffe, du bist nach wie vor noch da und hörst es noch.
Auch wenn jetzt die Einblendung nicht kam, aber das können wir nachholen. Da haben wir die Einblendung nachgeholt. Soll ja alles seine Ordnung haben. Ah, da hinten kommt er schon. Da ist er. Oh, noch ein zweiter hinterher. Also schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem Bogen, dass wir sogar mehrere Kojoten erlegen können. Knien wir uns mal hin. Da wackelt der Boden weniger. Der Bogen weniger. So, der geht jetzt hier an die Stelle. Ah, Mist. Wenn der jetzt wegrennt, da verscheucht er wahrscheinlich auch die anderen. Na, da waren ganz schön viele unterwegs. Ich habe bis zu vier gezählt. Aber doch, da kommen. Oh, da kommt noch einer. Also, wir haben nicht alle damit verscheucht. Da kommt noch was. Wir können also zumindest noch einen zweiten Schuss abgeben. Auch nicht direkt umgefallen, sonst hätte es vielleicht auch noch für einen dritten gereicht. Schade. Aber so haben wir zumindest eins, nämlich Einsatz für Hugo. Hugo, komm her. So. Dann schauen wir mal. Hier haben wir einmal Körpertreffer. Das hasse ich ja. Gerade Kojoten, die rennen manchmal richtig, richtig lange. So, Hugo, was ist? Wo bist du? Hier ist das Blut, da sollst du nach. Ah, jetzt da. Dann schauen wir mal, da haben wir nochmal Blut. Wir setzen uns hier mal noch einen Markierungspunkt, dass wir da zurückkommen können. Das sieht mir. Ja, das ist definitiv dunkler. Das sieht mir also nach dem Eingeweideschuss aus. So. Na, habe ich die Spur gar nicht aufgenommen. Jetzt, ja. Ich muss hier nochmal kurz ein Fensterchen ändern. So. Und weiter geht's. Ah, du hast auf der Ackendorf ja Schafe gekauft. Wo sind die auf der Karte? Die sind bei Hof 1. Zwischen Hof 1 und hier dem Feld 2 oder Feld 1. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, da war die Reihenfolge anders, dass an der Brücke Feld 2 war und dann Feld 1 am Hof. Und auf jeden Fall da dazwischen, da sind die Schafe. Müsste aber auf der Minimap eigentlich auch ein kleines Schafsymbol sein. Das Einzige, was auch noch sein könnte, wenn du eine ganz, ganz alte Version, also ich glaube bei der 1.0 war das nur, bei der 1.1 war es glaube ich schon geändert. Da war das dann, da war Schafe noch woanders und die Kühe bei Hof 1. Da waren die Schafe, ich meine, bei Feld 16 gewesen. Okay, unser Hund hat die Spur verloren. Schade. So, wie geht das mit dem Markierungspunkt? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hier auf die Karte gehen und mit der Maus, dann mit der linken Maustaste irgendwo hinklicken und dann passiert da der Punkt. Oder halt, hier einmal mit diesem Rangefinder Fernglas was anvisieren mit dem Kreuz, linke Maustaste klicken oder es geht auch hier mit dem Scope zum Beispiel und es müsste, soweit ich weiß, auch gehen mit dem kleinen Rangefinder. Und dann halt jedes Mal im Prinzip anvisieren und linke Maustaste klicken und dann setzt er da den Markierungspunkt. So. Wo ist denn hier unser Kojote lang gelaufen? Da wundert es mich nicht. Ah, da hinten ist wieder eine Spur, dass unser Hund da nicht weiter folgen konnte.
Eieieiei, das kann jetzt natürlich eine ziemlich lange Nachsuche werden. Da muss ich schon fast überlegen, ob ich da nicht drauf pfeife, weil der blutet ja auch nicht zwischendrin nochmal. Das heißt, wir haben den so wenig verletzt. Oder kommt hier vielleicht nochmal was? Ah, doch, hier kommt nochmal. Ah, gut, 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 weil jeder Blutfleck ist natürlich eine Schwächung. Je weniger Blut er hat, umso schneller fällt er um. Oh, da haben wir auch noch einen Champignon. Nehmen wir mal mit. Wie schwer ist er? Na, na, na. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Dauert mir zu lang. Dann eben nicht. Ah, da ist er wieder flüchtend, aber zumindest hat er einmal zwischendrin geschweißt. Genau, ich habe damals mit Version 1.0 ja das Let's Play schon direkt angefangen und da waren die Kühe noch an Hof 1. Es war dann etwas eng an den Mix wieder ranzufahren. Das ist jetzt inzwischen an der neuen Position doch ein bisschen schöner gelöst. Und dann sind halt die Schafe dafür an die Stelle gekommen. Na, das hört sich so nach Vergangenheit an. Du hast meine Ackendorf-Folgen gesuchtet. Warum jetzt nicht mehr? Es müsste doch eigentlich, da das Let's Play ja nach wie vor läuft, heißen, ich suchte die Folgen wie noch was oder keine Ahnung. Auch heute auch schon wieder zwei weitere Videos aufgenommen. Ein letzter. Da hinten ist kurz was gelaufen. Oh ja, da läuft was. Da waren Kojoten. So. Schau mal hier kurz, ob mal hier eine Spur, aber da steht was, da steht was. Bündchen runter. So, du liegst schon mal. Egal was mit dir ist, du liegst schon mal. Wenn du jetzt natürlich noch der bist, den wir sowieso gesucht haben, dann wäre das natürlich richtig knorke, aber ich hab da jetzt nicht die größte Hoffnung. So, Hündchen kommen. Mein kleiner Hugo. Ja, die Spur. Ah, ich hätte ja vorhin, als die eine Blutspur da nochmal aufgetaucht ist, hätte ich ja nochmal versuchen können, ihn auf die Spur anzusetzen. Naja, jetzt ist zu spät. So, und das war aber definitiv ein anderer. Weidmanns Dank. So. Schulterblatt, dritter Halswirbel. Da hinten steht noch einer. Na, jetzt fängt er an, hier rumzulaufen. Das ist nix. Das ist nix. Mal schauen. Vielleicht kriegt man doch nochmal vors Rohr. Aber ich sehe ihn gerade gar nicht mehr. Mal hier mit dem Spektiv hingucken. Aber nee. Nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Schade, 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 schade. Gut, dann schauen wir mal da unten, ob wir da noch mal eine Spur von unserem, den wir sowieso suchen, finden. Dass wir da der Nachsuche mal weitergehen können. Ach, Hündchen, lauf mir nicht vor die Füße. Ach, da unten liegt was. Schau mal einer an. Da, der Pfeil steckt noch. Ja, dann scheint die Suche, die erste Suche da beendet zu sein. Wir hatten ja zwei mit dem Bogen angeschossen, also müssen wir nochmal einen suchen. Oh, 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 oh. Hund, 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 runter, runter, runter. Runter, 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 ruhig bleiben.
Ganz ruhig bleiben, da ist noch was. Und da liegt's. So, Waffe zwar ordentlich gewackelt, aber trotzdem noch hinbekommen. So, Hündchen, dann darfst du auch wieder kommen. Ach so, meintest du das? Okay. So, männlich. Ach, da können wir jetzt eigentlich. Ah, Mist, Foto. Ich wollte ja ein Foto mit T-Shirt machen. Mach mal bei dem anderen. Bei dem anderen machen wir ein Foto mit T-Shirt. Ziehen wir uns jetzt schon mal um. So, Bekleidung, T-Shirt und Mütze weg. Dann machen wir da ein Foto mit T-Shirt. Die laufen, die Tiere am laufenden Band über den Weg und ich bin gerade eine Stunde in Hirschfelden gehockt und gerade mal ein Weibchen Reh vor die Flinte. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen Glückssache. Also gerade hier Kojoten habe ich jetzt auch nicht immer so am laufenden Band. Das war jetzt halt auch einfach Zufall, dass man da auf so eine große Rotte getroffen ist, auf so ein großes Rudel. Nicht Rotte, Rotte wäre ja Schweine. Und ja, dadurch, dass wir ja den einen nachsuchen mussten, sind wir denen halt im Prinzip hinterhergelaufen und haben Glück gehabt, dass sie sich schon wieder beruhigt hatten. Gut, die ist jetzt zwar kleiner, schade, aber ich wollte mit Deutschland-T-Shirt ein Foto haben. So. Waffe in die Hand, drehen wir uns um. So, da können wir. Ah, da stehen wir auch auf. Und machen es ohne Waffe, dann sieht man das T-Shirt schöner. So, Hund, du kommst hier hin, machst Sitz. Trace dich. Ah, so. Und dann nehmen wir dich noch. Och, das ist doch ein nettes Foto. Sehr schön. Ab und zu begeistere ich mich selber. Gut, dann können wir uns wieder umziehen. Mann, 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 das ist ja hier wie in einer Modelshow. Umziehen, umziehen, umziehen. So, und dann rennen wir wieder zu unserem Markierungspunkt. Und schauen mal, dass wir dann. Vielleicht findet ja da der Hund die Fährte. Da haben wir noch einen Pilz. So, mal schauen. Kriegen wir da das Gewicht etwas schneller? Ah, doch jetzt. 56 Gramm. In letzter Zeit brauchen die Pilze irgendwie etwas lang zum Berechnen. Wo wohnst du? Daheim. Hahaha. In Südhessen. Genauer sage ich es jetzt nicht, aber in Südhessen. Real Joe Pim Klum, ja. Und du, mein lieber Kojote, für dich habe ich heute kein Foto. Ja, nee, schon klar. Rennen, rennen, rennen. Dann wissen wir natürlich, dass hier in der Gegend dann auch erstmal nichts anzutreffen ist, weil da machen wir so viel Krach. Da läuft uns alles davon. So, da haben wir auch noch Kojotenspur. Also, wir kommen hier wieder näher. Aber wir müssen auf jeden Fall auf unseren Punkt gehen, wo der Anschuss war und müssen da den Hund dann auf das Blut ansetzen. Da mal auch noch mal. Da können wir schon mal so ein paar Spuren mit aufsammeln. Gibt alles Skillpunkte.
Das ist mehr als weit weg von dir, ja. Dann einfach mal die Gegenfrage, aber du musst da natürlich genauso wenig drauf antworten, wie du bei mir gesagt hast, dass ich nicht antworten muss. Aber wo wohnst denn du? Du sagst weit weg, dann wird das ja dementsprechend, ich vermute mal, in Richtung Norden wahrscheinlich sein. So, da vorne, da haben wir geschossen. Da müssten wir jetzt gleich unser Blut finden. So, ist es hier? Ja, das ist sogar der, den wir hier aufgenommen hatten. So, Hündchen, Blutspur folgen. Oh, und da hat gerade ein Weißwedelhirsch gerufen. Ah, dann Hündchen, komm mal her, den versuchen wir erstmal zu machen. Wenn der wirklich kommen würde, das wäre hervorragend. So, der hat da hinten in der Nähe vom Weg. War da schon irgendwas sehen können? Wahrscheinlich nicht. Der Weg, der führt doch hier, zieht doch da hoch. Geh mal hier unter die Bäumchen. Hier haben wir auch den Weg auf jeden Fall. Da können wir schauen. Da führt der Weg lang. Geht hier eine Biegung darüber. Ah, und dann ist es hier nebendran, müsste es ja dann gewesen sein. Oder war es doch? Nee, das war da oben. Noch eine Biegung weiter. Schauen wir mal. Und ja, da ist er ja, der Main-Tüftler. Hallo und ja, danke fürs Follow, falls das vorhin nicht angekommen war. In der Steiermark, okay, dann war es doch nicht im Norden. Das ist dann ja doch, ja, südöstlich. Süd-Südost, so in der Richtung etwa, würde ich jetzt grob schätzen, ohne eine Landkarte vor der Nase zu haben. Aber ja, das sind ein paar Meter. Also die Strecke wollte ich nicht laufen. So, was ist denn mit unserem Hirsch? Er könnte ja wenigstens noch mal rufen. Dass wir mal wissen, dass er auch nach wie vor noch in der Gegend ist und nicht uns doch beim Rumrennen irgendwo entdeckt hat und nur während der Flucht gerufen hat. Das kann nämlich natürlich auch durchaus mal vorkommen. Ich werde auch hier das Rennen mal wieder ausschalten. Ja, würde ich jetzt ohne Stream jagen, würde ich mich jetzt auf den Ansitz setzen und würde da einfach ein paar Mal rufen und Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde warten, aber das ist für euch ja dann wieder uninteressant. Sieht man aber auch nirgendwo ein Tier durch, dass da irgendwo sich was bewegen würde. Nee, dann machen wir jetzt doch hier unseren Kojoten weiter die Nachsuche, dass wir den noch irgendwie reinbekommen. So. Ja, hier die Blutspur, genau. So, oder nee, aufgrund des Hirsch bleibe ich mal noch geduckt. Vielleicht sehe ich doch noch irgendwo Bewegung. Habe ich was verpasst? Das weiß ich nicht. Warst du kurz weg?
Haben uns doch die ganze Zeit unterhalten. Also wenn der Hirsch auf unseren Call reagiert hat, dann müssten wir ihn hier eigentlich irgendwo rumtapsen sehen. So, Hund, wo machst du rum? Ah, da oben ist was weggeflüchtet. Bis ich jetzt das Fernglas in der Hand habe, sehen wir nicht mehr. Da war was weggeflüchtet. Das war auf jeden Fall Weißwedel. Ich konnte jetzt kein Geweih sehen. Ich konnte den Kopf nicht sehen. Nur noch Becken und Popo entdecken können. Schade, schade, schade. Dann war er doch unterwegs und ich war einfach mal wieder zu ungeduldig. So, wo ist mein Hund? Der läuft da unten rum. Mal schauen, wenn er gleich ankommt, hat er bestimmt wieder das Fragezeichen über dem Kopf. Also die Spur verloren. Ah, Internetverbindung war weg. Ja, das ist ärgerlich. So, nachdem der Hirsch jetzt weg ist, können wir ja auch mal aufrecht. Da oben geht's weiter. Also unser Hund hat die Spur verloren. Sonst wäre er ja dort in der Richtung irgendwo unterwegs. Schade, schade. Obwohl, ist er durchgerannt? Hat er sie doch noch? Nee. Er geht nicht so richtig der Spur hinterher. Er scheint nur dahergekommen zu sein, weil wir da am Laufen waren. Etwa 100 Punkte haben wir heute mit ihm gemacht. Ist natürlich noch nicht so doll. Aber trotzdem kommen wir dem nächsten Level näher. So. Aber er rennt irgendwie schon noch durch die Spuren durch. Ganz hat das wohl doch noch nicht verloren. So, Weißwedel Madame, die ruft. Die kann uns gerade mal. Da ist ein Hirsch weggelaufen. Soll sie sich den schnappen? Wir sind beschäftigt. Factorio, oh, das habe ich jetzt auch schon einige Wochen nicht mehr gespielt. Müsste ich mal wieder. Habe auch überlegt, ob ich einfach mal wieder ein Let's Play mache, weil seit dem letzten Let's Play ist da ja so viel passiert, so viel hat sich verändert. Das könnte man ja doch auch mal wieder zeigen, vorausgesetzt, dass ich mich selber noch drin zurechtfinde. Aber ja, das wäre mal wieder eine Überlegung, ja. So, ist unser Hund noch auf der Spur? Sonst hätten wir den ja an dem Blutfleck auch nochmal auffrischen können. Aber ich habe auch nicht zwischendrin gesehen, dass es, ja, Signal gekommen wäre, Spur verloren. Ja, er läuft hier auch immer schön durch die Spuren durch. Also er scheint es noch irgendwie in der Nase zu haben. Das Schöne ist, wenn hier zwischendrin natürlich auch immer wieder eine frische Blutspur kommt, kann er das auch auffrischen, weil ich glaube, zu viele Hufspuren hintereinander, da kommt er dann total durcheinander. Das kommt dann erst in späteren Leveln, dass sich das irgendwann mal noch verbessert. So ein Hund hat ja 50 Level, also da ist noch viel Platz, aber irgendwie da hinten liegt doch der Kojote. Komm, wir nehmen hier die Spur nochmal auf und ich gebe nochmal Kommando suchen, damit er hier das Tier auch finden kann und kann schön laut geben. Ja, feiner Hugo. Ja, bist du ein guter Hund? Man muss dir nur ein bisschen nachhelfen, gell? Aber dann geht's. So, mach Sitz. Hallo? Ey, ich hab gesagt, mach Sitz, damit ich dir ein Leckerli geben kann. Das ist ein Diäthund, der will keine Leckerlis. Der rennt lieber weg. So, nimm mal ein Leckerli. So ist er brav. Gut, und dann nehmen wir mal hier.
Falls der Kojote groß ist und man noch ein Foto machen, zieh mal noch mal die Mütze aus, ne? Aus, weg mit dir. Weg mit dir. Das will sie wieder nicht. T-Shirt, aber ich will auch ohne Mütze. Wolltest doch gerade schon. Ich hab dich doch schon zucken gesehen. Na gut, dann machen wir halt mit Mütze. So, ah nee, hätten wir uns auch sparen können. Nur 16,5 Kilo Leichtgewicht. Für dich habe ich kein Foto. Dann ziehen wir uns halt wieder unsere Jacke an, dass wir uns nicht verkühlen. So, und dann möchte ich jetzt doch als nächstes schon mal in die Richtung. So, Hugo, komm. Sei ein braver Hund. Ja, gut, wie gesagt, gegen die Ruckler, da kann ich leider dann nichts machen. Ich habe jetzt schon runtergeschraubt, der Rest, das ja, liegt dann wirklich an Twitch. Aber ich könnte jetzt auch leider Gottes nicht behaupten, dass da Hitbox besser wäre, weil als ich bei denen dann mal so ein bisschen aus Test-Streams gemacht habe, da kam es auch teilweise zu Rucklern. Also es wird einfach drauf ankommen. Jetzt um die Zeit sind wahrscheinlich sehr viele am Streamen und ja, dementsprechend die Server natürlich etwas stärker ausgelastet und dann kommt es zu den Rucklern. So, mal einen Schluck getrunken und weiter geht die wilde Fahrt. Na, ich glaube, ein bisschen mache ich doch noch aufrecht, dass wir hier ein paar Meter vorwärts kommen. Können wir ja unterwegs auch mal wieder das Magazin voll machen. So, dann hatte ich die Pistole eigentlich geladen. Ja. So, da hat noch ein Weibchen geschrien. Naja, gut, die ist recht nah. Holen wir uns noch mal ein Weibchen. Ja, eben, das sage ich ja auch. Also, das sind die Twitch-Partner, die sind da erstmal bevorzugt und der Rest, der, ja. Muss dann schauen, wo er bleibt. Ist schade, aber lässt sich leider Gottes nicht verhindern. Das heißt, ich müsste jetzt einfach nur ganz oft streamen und dabei ganz, ganz viele Zuschauer haben, dass ich auch Partner werde und dann wäre das Problem beseitigt. Ja, erzählt sich natürlich leichter, als es gemacht wäre. So, ich glaube, das Weibchen, das rennt gleich wieder weg. Ich sehe hier nichts. Wo soll sie sein? Kommt dann irgendwann hier den Stich hoch und läuft uns direkt in die Arme. Deswegen bleiben wir jetzt, glaube ich, am besten hier mal stehen oder zumindest sagen wir hier mal Hugo, dass er bleiben soll. Haben wir schon mal einen weniger, der sich hier bewegt. Ah, die Hundegeräusche, die sind auch recht laut. Die könnten sie noch ein kleines bisschen runterschrauben. Da vorne ist er. Wir machen erstmal Sichtung. Da ist sie, markieren sie auch. So, gesichtet haben wir sie. Und da ist sie gefallen. So, Hugo, komm her. Kann auch daran liegen, dass ich in einem Graben wohne. Keine
Keine Ahnung, also wenn deine Internetleitung dadurch schlechter ist, dann könnte es auch daran liegen. Ja, aber ich glaube, normalerweise macht das mit Graben nichts aus. So, 40,6 Kilo, 21,4 Meter, aber das Herz verfehlt. Dafür ordentlich nach hinten durchgeräumt, bis zum Magen sind wir vorgekommen. Gut. Dann wieder in die Richtung will ich markieren und weiterziehen. Am besten für Nichtpartner ist der Vormittag, ja, aber da sind natürlich auch meist mehr Kinder als Zuschauer da und da lässt sich dann nicht so angenehm unterhalten wie jetzt eben hier zum Beispiel gerade. Und von dem her, und ich meine, wenn ich bei mir auf meinem YouTube-Kanal schaue, ist halt das Durchschnittsalter auch eher so Richtung 25. Da ist natürlich der Abend dann doch eher passend, als jetzt vormittags zu streamen. Ah, die Bierstübchen-Jagdgruppe. Okay. Ah, ich bin gespannt. Falls da jemand anderes auch Interesse hat, ja, mal beim Bierstübchen vorbeischauen. Wie ist das? Bierstübchen.de, ne? Also du kannst jetzt natürlich hier keinen Link posten oder noch nicht. Warte mal. Mod. So, mach mal dich mal zum Mod. Dann solltest du auch Links posten dürfen. Dann kannst du aber gerade mal einen Link vom Bierstübchen hier reinsetzen, falls von den anderen da auch mal jemand Interesse hat und vorbeischauen möchte. Und ja, hallo, guten Abend in Memory 2. LS kommt heute nur auf YouTube. Beim Stream nicht, also. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter jagen und dann werde ich langsam, aber sicher mich Richtung Bettchen begeben. LS hatte ich heute Nachmittag schon genug gehabt, da brauche ich jetzt nicht mehr. Da habe ich neue Folgen Attendorf aufgenommen. So, da haben wir was Flüchtendes gehabt. Dann lassen wir das gerade links liegen. Soll's doch weiter flüchten. So, da ist er ja, der Link. Also da auch mal vorbeikommen, nette Leute. Falls ihr Fishing Planet spielt, werdet ihr da auch jede Menge finden. Und danke, Tom 2016-17, fürs Follow. Vielen lieben Dank. Also ich weiß, ich bin damals aufs Bierstübchen durch Fishing Planet gestoßen. Sehr nette Leute und ja, auch einige gar nicht mal so schlechte Jäger dort unterwegs. Also auch da kann man sich gute Infos und gute Tipps mal abholen. So, okay. Wie kann ich mich im Fotomodus drehen? Mit der rechten Maustaste. Also auch mit der Hand auf die Figur draufgehen, so wie wenn du sie nach links und rechts ziehst. Aber eben statt der linken Maustaste dann die rechte nehmen und nach links und rechts halt den Mauszeiger dann oder die Maus bewegen und dann dreht sich die Figur. Gleiches geht dann genauso mit dem Hund. Den kann man sich dann auch nach links und nach rechts ein bisschen drehen. Und beim Hund kann man eben auch Kommando geben, mit S eben runter, Sitz oder liegen und mit W dann eben wieder weiter aufstehen, so wie man es halt gerade im Foto haben möchte. Oh, tomorrow an English test. Ja, dann wünsche ich dir da viel Glück, auf dass es eine gute Note wird.
So, ist das jetzt hier nur vom Nebel oder läuft da hinten was? Nee, das war scheinbar dann doch nur die Bewegung vom Nebel, die in der Luft war. So, schauen wir mal hier in die Richtung noch rüber. Da sehe ich jetzt aber auch nichts laufen. Also weiterziehen. Nochmal was trinken. Besser ist das. Nur noch 5 Wochen Schule. Oh, da war ein Pilz, da war ein Pilz. Wo war er denn? Ich habe ihn doch gehört. Weh. Ja. Well, da haben wir aber schon wieder ein Weibchen. Wo ist das? Ach, da vorne, gar nicht weit. Okay. Ruf mal. Ach, da ist ja der Pilz. Rechts im Bild. Ah. Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hier, oder was? Da steht er. Dick, fett und breit. Den nehmen wir mit. So. Und da oben, dick, fett und breit, steht auch schon Madame. Da ist er. Da dreht sie um zu uns. Ja, machen wir mal wieder einen Gewehrschuss. Mal schauen. Ja, na, so müsste ich doch hier mit der Sichtung durchkommen. Und da liegt sie. Sehr schön. Die Pilze, die braucht man für nichts. Das sind Sammelobjekte und ja, wenn ich da halt gerade einen sehe, dann sammle ich den auch auf. Es ist wohl auch schon seit langem in Überlegung, ob man da mal irgendeine Funktion, aber boah, wahrscheinlich sind wir alt und grau, bis da irgendwie mal Verwendung für kommt oder so. Also im Moment ist es einfach nur sammeln und ganz viele irgendwann mal gesammelt haben und dann, ja, kann man vielleicht gegenseitig mal vergleichen, kann sagen, boah, ich habe schon 500 Champignons und der nächste sagt, ha, lachhaft, ich habe schon 2000 und keine Ahnung und das war's dann aber. Oder man kann vergleichen, wer hat schon mal den schwersten Champignon gefangen oder so. Leider Gottes steckt da noch nicht mehr dahinter. Also ich fände es allein schon gut, wenn man dann sagen würde, für eine gewisse Menge kann man sich dann ein bisschen der Ingame-Währung dann eintauschen oder sowas. Aber leider ist sowas noch nicht eingebaut worden. So, nimm mal die Blutspur hinten noch auf, wenn es funktioniert. Bisschen weiter skillen. Ja, dann haben wir wenigstens 2 Spuren von der Madame gehabt. So, jo, Herz getroffen. Ich hatte noch mal kurz ein bisschen nachgezielt. Vielleicht war es dem einen oder anderen aufgefallen, um hier mehr Richtung Herz noch zu kommen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich beide Lungenflügel geworden, aber Herz ist natürlich schöner. Die neue Sondermission mit diesen T-Shirts hier, mit diesen Länder-T-Shirts. Das ist also so, im Prinzip, du kaufst dir das T-Shirt von der Mannschaft, von der Nation, wo du von ausgehst, dass die die EM gewinnt. Und wenn sie dann wirklich die EM gewinnen sollte oder Zweiter oder Dritter wird, dann bekommst du dafür eine ja, Gold-, Silber- oder Bronze-Trophäe. Und wenn das wirklich sogar die ist, die gewinnt, dann bekommst du die 7 mm Bullpup.
in einer Gold-Version. Also da sind dann einige Teile vergoldet drauf. So, und der Garfield 001 muss ins Bett. Ja, dann gute Nacht und wie gesagt, viel Glück morgen bei deinem Test. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja auch dann auf YouTube eine Aufzeichnung und wie gesagt, wenn ich es schaffe zeitlich, dann würde ich es auch auf YouTube wieder hochladen und dann kann man sich ja auch da den Rest gerne dann nochmal später anschauen. Das T-Shirt gibt es auch mit der Österreich-Flagge, dass Österreich ja diesmal geschafft hat, bei der EM dabei zu sein. Gibt es von denen auch eine Flagge, ja. Also das gibt es von jedem Land, welches in der Fußball-EM eben mitspielt. Das heißt, wenn man diese Waffe mit Gold-Version unbedingt haben will, dann kauft man sich einfach von allen Ländern die T-Shirts und dann hat man dementsprechend 100% auch die Waffe. Je weiter das Turnier dann fortgeht, also jetzt muss es ja erstmal am Wochenende starten, aber wenn es dann läuft, je weiter das fortschreitet, umso teurer werden die T-Shirts dann auch. Also bis zum Finale warten und nur zwei holen ist nicht unbedingt die günstigste Variante. Aber also ich habe mir jetzt gesagt, ich hole mir das Deutschland-T-Shirt und ja, hoffe, dass es werden und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, weil ich jetzt auch nicht Lust habe, hier so viele T-Shirts dann noch im Inventar rumfliegen zu haben. So, Weißwedel Hirsch männlich da hinten. Da rufen wir doch gleich schon wieder. Tolle Aktion von der Hunter. Ja, also das gab's zur WM auch schon. Hab ich allerdings, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte er, ja genau, ich hatte erst nach der WM mit der Hunter-Spielen angefangen. Deswegen hatte ich das nicht mitbekommen. Da gab es dann damals von der Vorderschaft Repetierflinte gab es eine goldene Version. Die sieht auch wirklich schick aus. Habe ich schon bei dem einen oder anderen gesehen, der sie wirklich auch besitzt. Und ja, also ist schon sehenswert. Und das haben sie halt jetzt zur EM, weil es scheinbar wirklich so gut ankam, gesagt, dann wiederholen wir das nochmal. So, was ist los? Das ist kein Platz, obwohl ich Platz gesagt habe. Freundchen. Da kommt aber auch nichts mehr unten, dass er es gehört hat oder nicht. Jetzt kommt mal wieder Signal. So. Jetzt macht das auch. Da war irgendwie die Verbindung zum Hund wohl weg. Nur schade, dass Luxemburg nicht dabei ist. Naja. Gibt's halt leider kein T-Shirt dann davon, ja. Mal lustig ist mit der Türkei. Da haben sie einen Übersetzungsfehler gemacht, wenn das Spiel auf Deutsch eingestellt ist und man hat T-Shirt von der Türkei angewählt, stand dann nicht Türkei, sondern Truthahn. Oh, Turkey, Turkey. Das war ganz amüsant, wird aber bestimmt dann die nächsten Tage auch gepatcht. Also zumindest ist es im offiziellen Forum auch schon bekannt. Werden sie wohl ganz schnell nachbessern. So, da. Oh! Nicht der allergrößte, aber der sieht doch schon feini aus. So. Und da liegt der feini. So. Komm, Hündchen. Englisch eine 5 geschrieben und hoffst jetzt auf eine 4. Naja gut, ich war in Englisch in der Schule auch nicht gut. Heute bereue ich es. Heute würde ich mir wünschen, ich würde besser Englisch können. Aber dann drücken wir mal die Daumen und wenn wir alle, die jetzt hier
Dabei sind die Daumen morgen früh drücken und dann schaffst du vielleicht sogar die 3. So, ziehe ich mich um, mache ich da. Na, na, mach mal noch ein T-Shirt-Bildchen. So. Geht diesmal die Mütze weg? Komm, geh weg. Geht's auf der Seite weg? Nee, da will sie auch nicht weg. Will heute nicht weg. Jetzt, ja, da haben wir sie weg. Da haben wir sie weg. Wunderbar. So, ja, nicht so besonders groß, aber ein Bildchen ist es mir jetzt trotzdem wert. Geh mal hier vor. So. Huntermate weg. Aufstehen und wie gesagt, jetzt rechte Maustaste und wenn ich hier die Maus nach links und nach rechts, dann dreht er sich halt. Und halt mit der linken Maustaste bewege ich ihn dann zur Seite. Ist aber hier unten haben wir es auch stehen, F. Und wenn wir das drücken, dann haben wir hier auch nochmal eine kleine Erläuterung. Also da steht das hier zum Beispiel auch, rechte Maustaste, Spielfigur oder Hund drehen und so weiter. Also da auch einfach mal F drücken und sich das Ganze dann mal genau durchlesen, was man da. Ah, ich wollte den Hund haben, was man da alles kann. Na, na, na. So. So. Und den Hirsch in unsere Mitte. So, komm noch ein bisschen nach vorne. Hier noch so ein bisschen vor. Ja. Und jetzt noch das Köpfchen heben. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Jo, das is it. Das is it. Ein bisschen mit der Kamera hoch. Ja, schön. Gut. Sind nur Nieten. Ja, irgendwie von denen hört man nie was, wenn es um die großen Turniere geht. Danke für die Infos. Perfekt. Ja, also wie gesagt, man muss ab und zu halt dann auch mal am Bildschirm lesen, weil das F hätte dir vielleicht auch so schon mal ins Auge fallen können. Aber naja gut, so hatte ich wieder was, wo ich hier mit Wissen glänzen konnte. So, ist mein Hündchen dabei? Ja, ist dabei. Bei dem wurde auch beim heutigen Patch ein bisschen was am Verhalten wohl geändert. Dass eben gerade, wenn man hier jetzt so rückwärts läuft, dass der da wohl, ja, anders läuft. Also sonst hätte er sich jetzt umgedreht, hätte in die andere Richtung geguckt. Und jetzt sehen wir hier, er läuft weiter hinter uns her. Also stimmt, ist wirklich was dran gemacht worden. Das finde ich auch das Schöne an der Hunter. Da sind zwar immer wieder mal Bugs drin, lässt sich halt nie ganz vermeiden, aber es wird halt auch wirklich dran gearbeitet. Es kommen neue Inhalte wie der Hund, neue Tierarten und so weiter. Immer wieder gibt es Neuerungen. Und ja, abwechslungsreich. Nicht ganz so actionreich wie so ein Baller-Shooter, Tralala. Und dafür kann man dann auch den PC wieder verlassen, ohne schweißgebadet zu sein. Ja, okay, dann jetzt aber wirklich gute Nacht. Ich will jetzt nichts mehr von der hier lesen. Schlaf gut und ja,
Dann morgen einen very englischen Tag mit einer sehr guten Note. Ja, gerne. Immer wieder Kommentare schreiben. Ich lese und beantworte gerne Kommentare. Also da darf man sich auf YouTube ordentlich austoben. Er hat heute keinen Bock, der Hugo. Naja, Bock hat er schon, aber bis auf die zwei Kojoten hat er halt noch nicht wirklich einen Einsatz bekommen. Oder meinst du, weil er den Kopf so ein bisschen hängen lässt? Das ist halt, weil ich geduckt laufe. Wenn ich jetzt aufstehe, dann hat er auch eine aufrechtere Figur. Das ist halt, der passt sich da dementsprechend ein bisschen an. Der Hugo. Oh, jetzt sind es nur noch 170 Punkte bis zum nächsten Level. Na komm, dann machen wir mal Platz. Da haben wir schon wieder ein, zwei Pünktchen mehr. Gehen wir bis zu der Spur da, nehmen die auf und dann werden wir wieder rufen. Eine 3 wird da schon rauskommen. Ja, wenn du jetzt noch weiter hier online bleibst, vielleicht nicht mehr. Also gute Nacht. So, Hugo, komm her. Dann schau mal rein und ja, siehe da, hat etwa 5 Punkte wohl jetzt ausgemacht, wenn ich. Ich meine, vorher war es 127 gewesen. Heiße auf YouTube nicht Garfield 001 heiße und dann kam nichts mehr. Also auf YouTube namenlos. Nur Multiplayer-Stream, oh, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Also ich habe jetzt heute auch nicht rumgefragt, ob jemand Zeit gehabt hätte, um mitzumachen. Ich hatte heute jetzt einfach mal Lust ein bisschen. War sehr spontan. Ich habe 5 Minuten, bevor ich live gegangen bin, habe ich so überlegt, ach, du könntest jetzt eigentlich mal noch ein bisschen Hunter streamen. Hättest du mal gerade Lust drauf und dementsprechend so schnell und spontan wie das ging, habe ich da halt gesagt, mache ich dann nur gerade einen Singleplayer. Mr. Smith 16, ja, hab ich schon gelesen. Also du hast auch schon Kommentare bei mir dagelassen. Sehr, sehr schön. Löblich. Immer schauen, also ich weiß jetzt nicht, am Wochenende wird es wahrscheinlich eher keinen weiteren Stream mehr geben, weil bei mir hat sich irgendwie Windows ein bisschen verhakt, der macht keine Updates mehr und da werde ich wohl mal hingehen und werde mal Format C und mir Windows mal wieder neu draufsetzen. Hat ja auch immerhin den Vorteil, dass man die alten Sünden dann mal wieder losbekommt, die man sowieso nicht mehr verwendet. Aber da geht dann natürlich schon einiges an Stunden drauf und bis dann alle Programme und so wieder eingerichtet sind, ist dann wahrscheinlich das Wochenende auch rum. Nächstes Wochenende muss ich dann mal sehen. Da bin ich auf jeden Fall dann auch noch auf Konzert. Da kann ich dann natürlich auch nicht streamen, aber vielleicht ja in der Woche auch mal, dass man irgendwie Dienstags, Mittwochs, Donnerstags. Gut, Donnerstag haben wir jetzt heute gemerkt, ist vielleicht doch nicht ganz so prickelnd. Aber vielleicht dann mal Dienstags oder so, dass es da besser, flüssiger läuft. Schauen wir mal. So, Spur führt zwar in die falsche Richtung, aber aufnehmen tun wir es trotzdem. Immer an die Skillpunkte denken. Da vorne haben wir auch schon wieder eine Spur. Aber manchmal hatte ich hier in der Gegend auch schon ordentlich Wapitis heute noch gar nichts gehört. Also irgendwie, die sind heute wohl alle im Norden unterwegs.
Ja, Hugo, du kriegst auch noch die Goldmedaille für in den Füßen rumlaufen, beziehungsweise genau vor den Füßen stehen bleiben. Ah, oh, schöner Hirsch, 80 bis 100 Kilo, aber über eine Dreiviertelstunde schon die Spur alt, das wird nix. Der hat zu viel Vorsprung. Mal da eine Spur haben, da eine Spur haben. Vielleicht hat er ja irgendwo hier gedreht und ist in die andere Richtung weiter. War nur eine Frage. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Darf man ja auch gerne mal nachfragen. Nur wie gesagt, ich mache ja die Streams doch mehr nach Lust und Laune und da ist das halt mit dem Planen dann nicht immer so einfach, um dann noch einen Spielpartner oder mehrere dabei zu haben. Aber vielleicht gehe ich das nächste Mal einfach hin und ja, sag ein Passwort in meiner Google Plus Community Gruppe und jeder, der will, solange Platz ist, darf dann dazukommen und machen so quasi mal eine Community-Jagd. Wäre ja auch mal eine Idee. Schauen wir mal. Ideen habe ich genug, mir fehlt nur meistens die Zeit. Ja, das habe ich mir schon gedacht aufgrund von Luxemburger, dass du das bist. Dem Hugo Rollschuhe brauchen nicht so viel laufen. Naja, ob das mit Rollschuhe bei dem Waldboden so viel besser funktionieren würde, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, 16 bis 29 Minuten. Also dadurch, dass der gedreht hat, kommen wir hier doch um einiges wieder näher. Schauen wir mal, vielleicht wird das ja noch ein schöner Hirschschuss heute. Das war ein Weibchen. Da nehme ich jetzt den. Ah, doch, da kann ich den Ruf noch schnell aufnehmen, weil ich die nächste Spur vom Männchen schon wieder gesehen habe. Und die ist hinter uns. Gar nicht mal weit. Ja, komm, wir rufen hier mal. Drehen uns auch in die Richtung, da sie uns besser hören kann. Lege ich auch sicherheitshalber mal wieder hier ein bisschen Geruchsreduzierung, weil auch der Wind in die Richtung geht. Sehen wir hier an den Blättern. Die fliegen da genau in die Richtung und ich werde mit Hugo hier aber schon ein paar Schritte weiterziehen. Wenn die dann hier ankommt, dadurch, dass hier doch, ja, nicht wirklich eine Lichtung, aber ein etwas größerer, baumfreier Platz ist, wäre das vielleicht eine recht gute Position, wo wir dann schießen könnten. So, der ist also in die Richtung weiter. Dann würde ich sagen, lehne ich mich einfach mal an dieses Bäumchen an. Oh, da hat auch ein Hirschi jetzt gerufen. Der kommt von da oben. Also Hugo, mach mal Platz, beziehungsweise bleib, dass er auch liegen bleibt. Nun werden wir nach hier oben auch noch mal rufen, dass der vielleicht näher kommt. So, und der war hier ziemlich direkt vor der Nase. Da hinten. Oh, noch ein bisschen näher. Noch, also schon unter 100 Metern. So, ich schau mal darüber. Sehe ich das Weibchen hier irgendwo? Sehe ich noch nicht. Das Weibchen jetzt ankommt, müssten wir natürlich schauen, dass wir da mit Bogen schießen. Uns den Hirsch hier nicht verjagen. Ich gehe hier noch ein Stückel rum. So, schauen wir mal. Also der muss hier irgendwo hinten dran sein. Hinter diesem ganzen Gestrüpp. Schade, dass man noch nichts sehen kann. Noch nicht.
man dem Hund auch Geruchsreduzierung geben könnte. Oh je, yeah, da wollte ich nicht wissen, wie da dann die Community jammern würde, dass man noch mehr Geruchsreduzierung kaufen müsste. Da vorne kommt da. So, hier schön in die Tasche schießen. Zack, und da liegt er. Oh, Mamas Magazin noch voll. Ich hatte hier auch irgendwie Schritte gerade gehört. Also vielleicht war das Weibchen doch schon recht nah dran und ist dann weggeflüchtet, weil der Hund liegt ja noch. Ah, nee, jetzt steht er wieder. War es vielleicht doch der Hund? So, Hündchen, komm her. Gut, wir könnten hier natürlich die Hörspur wieder aufnehmen, aber das ist jetzt die Frage, ob das noch Sinn macht. Der wird wahrscheinlich den Schuss gehört haben. Vom neuen Pulsarbogen kann ich dir nicht sagen, dadurch, dass ich ihn nicht besitze. Und ich, ja, ich mache keine Aussagen über Waffen, die ich nicht selber schon benutzen konnte. Also an sich sieht er ganz gut aus. Sag mal, beim Parker Python hier ist natürlich der Vorteil mit dem Zusatzvisier, was man sich kaufen kann, dass man hier diese Entfernungsmessung mit dabei hat. Das hat halt beim Pulsar das Zusatzvisier nicht. Aber ansonsten, der ist genauso wie der Parker Python sehr, sehr leise und ist mindestens genauso kräftig. Ich weiß jetzt nicht, ob er sogar noch ein Stück stärker ist. Bin ich mir unsicher. Aber solange ich ihn selber nicht besitze, kann ich da jetzt nicht sagen, ob der jetzt besser oder schlechter als einer der anderen Bögen ist. Wobei das generell ja natürlich auch immer von dem abhängt, der vor dem Bildschirm sitzt. So, was haben wir hier noch für eine Spur? Das war ein Weibchen. So, legte der Stream. Ah, du meinst leckt. Leckte mit A. A little bit English. Ja, also haben wir ja schon ausgemacht. Donnerstags abends sind viele am Streamen und auch viele Twitch-Partner und die werden halt bevorzugt und die Leistung, die dann noch Bonus bekommen, die fehlt bei den kleinen Streamern wie mir. Deswegen leckt das. Das ist auch nur eine Spur. Ah, ich ziehe jetzt einfach mal hier weiter. Ah, komm, die nehmen wir noch auf. Und werde mich dann mal da oben auf den Ansitz hocken und mal gucken. Wenn wir uns oben drauf setzen, können wir von oben runter schauen. Das ist doch schon mal ein Vorteil und vielleicht sehen wir dann ja sogar was. Ja, vielleicht muss ich das nächste Mal auch einfach mal über einen anderen Twitch-Server gehen. Dann kann es halt sein, dass der Delay größer ist. Also sprich, bis ihr das seht, ist mehr rum und dementsprechend ist das natürlich mit Unterhalten über den Chat dann auch etwas schwieriger. Aber vielleicht dann weniger Lags. Könnte man beim nächsten Mal mal ausprobieren. Weil jetzt heute werde ich nichts mehr ändern. Denn ich denke, wir haben ja schon kurz vor 9:30. Ich werde jetzt nicht mehr ewig machen. Mal schauen. Bis 10 vielleicht noch, aber nicht unbedingt sehr viel länger. Bin jetzt auch schon. Mal schauen. Ich bin um 8 Uhr in-game gestartet. Jetzt haben wir da 10:45, also 3 Stunden in-game schon rum. Sind also 1,5 Stunden Real-Time. Also sind wir auch schon wieder ein Weilchen hier unterwegs. So, vielleicht haben wir hier mit unserem Hirschen doch noch Glück.
Zumindest sind wir ihm ein gutes Stück näher gekommen. So, mal schauen. Finden wir hier irgendwo noch die nächste Spur? Da ist sie, die nächste Spur. Vielleicht haben wir da sogar wirklich Glück. Wir können ja mal rufen, falls er uns hört, dass er vielleicht schon mal umdreht und dann ja, vom Ansitz aus eine gute Sicht zustande kommt und wir noch mal den Abzug betätigen können. Schauen wir mal, wir werden jetzt hier vermutlich keine Spur mehr sehen. Da hätten wir weiter links langlaufen. Ja, da hinten ist eine hinten dran. Irgendwas hat auch gerade gerufen. Ah, also die Madame, die da gerufen hat, die wird dann wohl eher hier sein. Die ist näher an uns dran, aber dafür haben wir ja den Bogen einstecken. Dann können wir uns die auch ein wenig, ja, zur Seite schaffen. Lautlos, damit der Hirsch auch weiterhin hier, falls er uns hört, in die Richtung kommen kann. So, P für Pleib. Rechtschreibung für Arsch. So, sehen tut man hier vom Hirschen leider nichts. Das hätte ich jetzt schön gefunden, wenn er jetzt gerade hier unten irgendwo auf dieser Freifläche hier am Laufen gewesen wäre. Das wäre natürlich idealst gewesen. Hier auf dem Ansitz kann man halt natürlich die Waffe hier vorne, oder kann nicht, es wird automatisch, wird die Waffe hier vorne dann aufgelegt. Das heißt, auch wenn man da noch in einem niedrigen Level ist, seht ihr hier, die wackelt nicht. Die ist schön stabil, obwohl wir stehen. Und das ist natürlich der Vorteil, einfach von so einem Ansitz. So, die Madame, die kommt von da. Ich setze mir da mal einen Punkt hin. Damit, wenn ich, noch ein bisschen hier rüber. So, damit, wenn ich mich hier auf dem Ansitz drehe, dann trotzdem noch weiß, aus welcher Richtung sie kommt. So, und was macht der Hirsch? Der lässt sich immer noch nicht blicken. Lässt auch nichts von sich hören. Geruchsreduzierung habe ich noch. Ja, noch 21 Minuten. Ach, das ist doch 21 Minuten. Das wäre dann genau 22 Uhr bei mir. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das, dann machen wir noch so lange hier, bis Geruchsreduzierung abgeklungen ist und dann ist Jagdende. So, da hinten kommt Madame. Nochmal kurz einen Punkt gesetzt, nochmal kurz markiert. Ich schaue nochmal hier runter, ob ich da nicht doch irgendwo. Aber ich denke mal, der Hirsch, der war einfach schon viel zu weit entfernt. Der hat uns nicht mehr gehört. So, wo ist Madame? Da vorne kommt sie. Nehmen wir mal das Fernglas, schauen uns mal die Entfernung an, die sie hat. Ja, 36 Meter. Bis hier vorne durchkommen würde. 22 Meter. Wäre eine super Bogendistanz. Weiter geht natürlich auch. Na, da bleibt sie stehen. Ist aber blöd hier mit den Ästen. Lasse lieber noch einen Schritt näher kommen. Ey, ich wollte nicht hier. Ja, jetzt so. Da haben wir dann freie Schussbahn. Sie liegt und ich habe einen Ruf gehört. Vorherige Spur, ja, das ist er. Der kommt auch aus der Richtung. Der kommt auch aus der Richtung. Also einfach hier stehen bleiben und noch weiter warten.
Das läuft, das läuft. So, wir können uns ja nochmal. Ach, wieso I? M, Map. Er war noch ein bisschen weiter hinten. Das könnte so die Ecke gewesen sein. Ja, mittig getroffen. Wunderbar, wunderbar. Dann schauen wir nochmal. Gehen wir mal mit der Maus aufs M drauf. Ja, so etwa mittig 113 Meter ist er noch entfernt. Ja, werden wir eben noch einen kleinen Moment warten müssen. Schauen wir in der Zeit mal hier die anderen Richtungen noch ein bisschen ab. Kommt da zufällig auch irgendwas an, zum Beispiel da unten? Ja. Und da liegt sie auch. Da ist noch eine. Da ist noch eine gewesen. Ich wollte auch sagen, ich höre noch Schritte. Dachte schon, Hugo wäre hier wieder am Rumlaufen. Wo ist denn mein Hugo überhaupt? Hugo? Hugo? Ah, da liegt da. Ah, guckt auch gerade hoch. So. Also drei Madams haben hier schon mal liegen. Jetzt warten wir nur noch auf den Hirsch. Der kommt von da hinten irgendwo. Schau mal. Mal hier irgendwo schon was erkennen. Nee, leider Gottes noch nicht. Wir rufen einfach nochmal. Ah, und kurz vorher hat er auch nochmal geblökt. Schauen wir mal. Ah, er ist aber inzwischen schon sehr nah. Wunder, wunderbar. So, er ist inzwischen. Doch. Hier schon. Hier ist er schon. Also müssen wir schauen. Der kommt nicht ganz hier so an wie Madame. Er kommt hier ein bisschen weiter links wohl raus. Aber zu sehen ist noch nicht. Zu sehen ist noch nichts. Da ist er ja schon. Wo kam denn der jetzt her? Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Sichtung Hammer. Den nehmen wir uns gerade auch noch mit dem Bogen. Wunder, wunder, wunderbar. So, braucht man ein neues Pack Pfeile. Haben wir schon 10 Pfeile hier verballert. Bevor wir jetzt runtersteigen, schauen wir nochmal in die anderen Richtungen. Nicht, dass da noch irgendwo ein paar weitere antänzeln. Aber ich glaube, das war die komplette Ausbeute. Gut, gehen wir mal runter. Hündchen, komm her. Guck mal, Hugo, was Herrchen fein geschossen hat. Ja, da staunste, ha? Wirbelsäule getroffen. Erst so oben vom Ansitz runter ist nicht immer so einfach, aber
Sie ist direkt umgefallen, 0,0, also erfolgreicher Abschuss. Auch wenn nicht unbedingt die schönsten Organe getroffen wurden. So, hier könnten wir Lunge erwischt haben. Na, Wirbelsäule vorne, rechte Lunge, Leber. Also Wirbelsäule und Lunge dann wahrscheinlich zusammengewirkt. So, Score Calculate, da kommt da. Hätten wir ansonsten auch abbrechen können. Beim Mädel ist ja eh Score 0. So, unseren Hirsch sammeln wir als letztes ein. Wir gehen hier vorher auf Madame. Ah, das war noch die Spur. Ein Stück näher, da haben wir sie. Linke Lunge, Leber, Magen. Wunderbar. Ordentlich durchgeräumt. So, und dann kommt hier unser Hirschi. Linke Lunge, Leber, Magen, Eingeweide. Da haben wir also noch ein bisschen mehr nach hinten durchgeräumt. Und komm, da machen wir jetzt auch. Oh, und ich war ja die ganze Zeit noch in Deutschlandfahne unterwegs. Ja, Wahnsinn. Also, man sieht, man muss nicht immer die beste Tarnkleidung haben. Es geht manchmal auch in weniger Tarnung. So, Hühnchen, du kommst jetzt mal rechts nebendran. Machst Sitze, weil du ja ein braver Wauzi bist. So. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Da ist er zu weit hinten. So, hier noch ein Stück nach vorne rücken. So, so, so. Jetzt noch das Köpfchen heben. In die Kamera schauen. Lächeln. Cheese. So. Für dich habe ich ein Foto. Gut. Dann, wo zieht man jetzt hin? Ah, zieh mal hier runter Richtung Wasser. Da kommt auch noch die ein oder andere schöne Wiesenlichtung. Vielleicht erwischen wir da noch was. Wir haben 13 Minuten haben wir noch. Ein bisschen Zeit ist noch da. Aber da wir jetzt durch den Wald stapfen, machen wir mal hier wieder Tarnklamotte. Sind wir doch ein bisschen besser unterwegs. War natürlich dadurch, dass ich die Tarnhandschuhe, Hose und Schuhe anhatte, war ich natürlich jetzt nicht überhaupt nicht getarnt. Ich war halt nur nicht voll getarnt. Also man hat da schon auch noch ein bisschen Effekt von den anderen Klamotten gehabt. Man kann dann also zum Beispiel auch, wenn man in Loggers Point auf die Jagd gehen will, dort hat man Wald- und Wiesengebiete und wechselt ja ziemlich oft auch da mal hin und her. Da kann man sich also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, da bin ich mehr auf Wiese unterwegs, ziehe ich mir drei Sachen an, die für Wiesentarnung ausgelegt sind, zwei Sachen für Waldtarnung. Und dann habe ich zumindest in beiden Gebieten immer ein bisschen Tarnung. Nie 100%, aber in beiden Gebieten ein bisschen. Und kann manchmal auch schon hilfreich sein. Well, da ist schon wieder die nächste Weißwedelhirschkuh. Oh, die kann uns doch mal, die kann uns mal entgegenkommen. Das fänden wir sehr entgegenkommend. So, mal schauen, ob man sie schon sehen kann.
Sieht noch nicht so aus, oder doch da hinten. Das könnte. Nee, das ist nur brauner Waldboden. Ist es doch nicht. Nee, noch sieht man nichts. Ja, auf einem Bein, da steht man schlecht. Rufen wir noch ein zweites Mal. Sicher ist sicher. Aber nach wie vor kann ich nichts erkennen, dass er da irgendwo laufen würde. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir geben mal dem Hund Kommando, er soll mal hier warten. So, von da unten irgendwo hat sie gerufen. Nee, schaut nicht so aus. Das schaut nicht so aus, als würden wir da erfolgreich werden. Kann ja auch nicht immer bei jeder Hirschkuh klappen. Da vorne soll sie jetzt noch sein. Da hat sie noch mal gerufen. Komm her. Dann machen wir auch mal Hündchen hier, komm her und lassen den hier in der Nähe noch mal abliegen. So, aber auch hier sehen wir im Moment noch gar nichts, sind aber schon so nah dran, dass ich mich jetzt auch nicht mehr zu viel bewegen möchte. Ah, ich sehe Bewegung da oben. Da oben hatte ich irgendwas vernommen. So war es mir zumindest. Aber nee. War vielleicht doch nur ein Texturflackern. Und da unten steht was. Ah. Da steht was. Ja, komm her. Komm. Sei ein ganz braves Weißwedel. So, wo ist mein Hund? Da oben liegt er, okay. In der Nähe, aber auch nicht zu weit weg. Er bleibt in der Position, wenn wir bleibt, das Kommando geben, etwa 75 Meter liegen. Wenn wir uns weiter entfernen, dann springt er auch wieder auf. So, nehmen wir schon mal den Bogen in die Hand. So. Und da liegt sie. So, komm, Hugo. Da vorne ist die Hirschkuh. Sie ist wieder direkt umgefallen. Keine Arbeit für dich. 315, also immer noch so um die 150. Ja. Immer noch um die 150 XP, also wird heute nichts mehr mit dem nächsten Level. So, ich würde sagen, glatter Lungendurchschuss, beide Lungenflügel erwischt. Rechte Lunge, linke Lunge, yes, sir. Und weiter hier rüber in die Richtung, einfach mal querfeldein.
Jetzt setze ich mir mal keinen Markierungspunkt, sondern ziehe einfach so in die Lande. Kann man ja auch mal ohne Markierung machen. Was sagt die Zeit? 6 Minuten haben wir noch. Das würde noch reichen für einen Abschuss. Schauen wir mal. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich ja, so kurz vor Ende noch ein weiteres Tier schieße. Gerade dadurch, dass wir ja hier auch mit dem Bogen unterwegs waren, lautlos geschossen haben, ist die Möglichkeit definitiv vorhanden. Bisschen schade natürlich, dass jetzt heute kein Wapiti mehr aufgekreuzt ist. Hätte ich gern auch noch eins dabei gehabt. Aber dafür, wie viele Kojoten waren es jetzt? 4 Stück? 4 Kojoten, die ich heute geschossen habe. Und ist auch nicht so häufig, dass ich so viele Kojoten während einer Jagd schieße. Was aber auch meist daran liegt, dass ich die nicht gezielt jage, sondern eben wirklich warte, bis die mir irgendwie über den Weg laufen. So, war doch nichts. Dachte, da hätte ich kurz was gesehen. Ein Weißwedelhirsch männlich. Ja, dann würde ich sagen, das ist unser Abschlusshirsch. Also auch wenn die Geruchsreduzierung vorher schon nachlassen sollte, den versuchen wir uns zu krallen. Den wollen wir haben. Der sitzt hier unten. Ja. Treffer versenkt. Dann können wir uns hier die Spur nämlich noch annehmen. Noch ein bisschen mehr skillen. So, ein klein bisschen näher. Mal schauen, hier vielleicht zu dem Baum. Mal schauen, wie da die Sicht ist. Bei männlichen Hirschen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger und halte ein bisschen mehr Abstand. Die sind nämlich meist auch vorsichtiger und entdecken einen früher. Also da doch ein bisschen ja, vorsichtiger vorgehen. Nicht ganz so viel riskieren. Hund hier schon mal absetzen. Jetzt suche ich nur noch die Stelle, wo ich die beste Sichtung habe. Hier am Baum, um den Baum herum, habe ich natürlich auch super Tarnung. Da oben sehe ich schon was wackeln. Also nicht mehr viel bewegen. Er kommt in Sicht. Entfernung. Da oben, da oben, da sieht man Geweih. Da ist er. Da ist er. Naja, haben wir heute schon größere Geweihe gesehen. Aber es ist jetzt auch nicht der hässlichste. So, dann schaue ich mal. Liegend für Gewehr. Ah, er hat noch mal gerufen. So, komm du mal weiter hier in meine Richtung. Ah, hier so könnte das vielleicht mit Gewehr was werden. Schauen wir mal, da oben ist er. Da oben ist er. Ja, bei dem Wetter ist jetzt natürlich dieses gelbe Visier auch wunderbar, hat dafür aber eben nur, nur hier drauf schauen, was habe ich da? 2- bis 6-fache Vergrößerung haben wir da halt eben nur. Aber gerade für hier so im Wald drin finde ich das wirklich super. Weil man da eben die gelbe Markierung auch recht gut sieht. Da hat man mit den schwarzen Fadenkreuzen doch eher mal Probleme. So, im Moment hält er sich immer schön in Deckung. Da haben wir immer irgendwie Holz im Weg. Ja.
Wo ist er jetzt? Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Blöde Position hier. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Und da liegt er. So, wunderbar. Dann Hündchen, komm. Und passt ja, eine Minute haben wir noch Geruchsreduzierung, also haben wir den sogar noch innerhalb der Zeit geschafft. Ich nehme hier hinten die Spur noch kurz auf. Zack. Zack. Und da liegt er. Geruchsreduzierer ist abgeklungen. 106,4 Score. Wie gesagt, da hatten wir heute schon größere, aber als Abschusshirsch ist er doch auf jeden Fall auch in Ordnung. Ja, damit bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Und ja, schaut doch auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr seht, dass ich live bin. Und ja, die Zeit dazwischen könnt ihr euch immer schön fleißig auf meinem YouTube-Kanal austoben. Dann alles Gute, schönen Abend noch und gute Nacht. Ciao, ciao.